Hallo, ich melde mich wieder aus der Fleisch- und Co-Redaktion. Mein Name ist Tanja Braune und ich freue mich auf unseren heutigen Gast, die Carola Gaugusch von Lindelpower Personalmanagement. Die Kernkompetenz von Lindelpower liegt auf der Besetzung von ganz kniffligen Stellen, Expertenpositionen, kaufmännischen Positionen und all dem. Und Carola ist einer der Research-Expertinnen und Unternehmen. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist und gleich zur ersten Frage. Corona hat uns schon einmal mehr gezeigt, dass gute und verlässliche Mitarbeiter in der Fleischerbranche das Um und Auf sind. Doch wie finde ich diese Mitarbeiter, die ich für mein Unternehmen brauche? Hast du da Tipps für uns? Ja, da habe ich natürlich Tipps. Danke für die Frage, eine interessante Frage. Wie finde ich die? Naja, zum einen, es ist so, dass die Corona-Krise wirklich den Markt etwas durcheinander gebracht hat. Teilweise gibt es jetzt weniger, teilweise aber auch mehr Bewerber und Bewerberinnen am Markt. Das hängt auch natürlich von der Branche ab. Es ist so, was jetzt Expertenpositionen betrifft, Positionen für Fachkräfte, haben wir die Erfahrung gemacht und jetzt auch die Beobachtung, dass sich da nichts verändert hat, ja. Also das ist gleich geblieben, da gibt es weder mehr noch weniger, die sind einfach immer Mangelware, kann man auch so sagen, also sie sind immer, werden immer gesucht. Nun zur Frage zurückzukehren, wie findet man die? Idealerweise, eine große Hilfe kann eben eine Personalberatung sein, weil Personalberatungen arbeiten also wir zum Beispiel, ja, wir haben eine ganz tolle Datenbank, da sind wahnsinnig viele Kandidaten registriert. Wir haben Talente-Pools. Wir arbeiten natürlich selbstverständlich ganz viel mit Xing, LinkedIn, Talente, Wundertalente. Genau, das heißt, die Kandidaten werden dann aktiv angesprochen auf Positionen, werden angeschrieben, teilweise direkt kontaktiert. Ja, das hilft dann natürlich und man braucht sehr viel Ausdauer. Ja, man braucht viel Ausdauer. Was das Unternehmen auch noch zusätzlich machen kann und was wichtig ist, ist das, sagen wir Schlagwort Employer Branding, quasi so die Außendarstellung. Wie positioniert sich das Unternehmen dem Bewerbermarkt gegenüber, den einzelnen Personen? Das ist auch ganz relevant. Mittlerweile muss sich fast schon, kann man sagen, das Unternehmen beim Kandidaten bewerben. Ist es jetzt, also jetzt gibt es jetzt im Moment, während der Corona-Nachwehen sozusagen, überhaupt die Chance, gute Mitarbeiter wieder neu aufzunehmen? Und umgekehrt, macht es jetzt Sinn, einen Job, einen neuen Job zu suchen? Eine gute Frage, danke. Es macht durchaus Sinn. Also wie ich es eh schon vorher erwähnt habe, ist es so, dass Experten und Fachkräfte immer gesucht werden und auch in der Corona-Krise. Und darüber hinaus ist es auch so, wenn man es von der anderen Seite her sieht, dass Spezialisten, die in diesem Bereich arbeiten, ja auch manchmal einfach Job wechseln wollen, weil es nicht mehr passt mit dem Unternehmen oder weil sie sich zum Beispiel einfach weiterentwickeln wollen, ja, gerade bei jüngeren Kandidaten. Insofern macht das auf jeden Fall Sinn. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade aktuell auch eine Suche laufen, wo wir für ein österreichisches, traditionsreiches Familienunternehmen einen Fleischeinkäufer suchen. Und ja, es sind momentan wirklich in dem Bereich, tut sich einiges. Und ja, da sind wir irrsinnig, ich bin da sehr involviert. Und es ist auf jeden Fall sehr spannend, ja. Ihr sucht gerade jemanden, das klingt ja toll. Erzähl uns doch bitte mehr über die Position, die ihr sucht. Ja, sehr gerne, Tanja. Genau, es ist eine Position im Einkauf. Es handelt sich um ein wirklich tolles Unternehmen. Es ist ein traditionsreiches österreichisches Familienunternehmen. Standort, also Produktionsstandort ist in Wien, im südlichen Wien. Und genau, da suchen wir einen Einkäufer, der sollte auf jeden Fall schon Berufserfahrung haben, idealerweise natürlich eine Fleischerausbildung haben oder eine ähnliche. Es gibt auch Fleischsommelier-Kurse am WIFI oder diese lebensmitteltechnologische Ausbildung auf der HTL Hollabrunn. Ja, es ist sehr abwechslungsreich. Es geht sehr viel um Verhandeln, neue Partner finden, schauen, sich Konkurrenzangebote einholen. Betrifft den österreichischen Markt, aber auch EU-Länder.
Was kann ich dir noch erzählen? Es sind wirklich beachtliche Mengen, die da eingekauft werden täglich. Es geht zu 10 bis 15 Tonnen Fleisch und auch andere Bereiche. Habe ich mir da ihren Spickzettel gemacht. Genau, also Fleisch und einfach auch andere Produktionszutaten. Genau, was kann ich noch sagen? Jo, man muss sehr hartnäckig sein. Quasi sturer Steirer. Gut verhandeln können, nicht nachlassen. Also ich finde es super spannend. Gut, ich kenne natürlich auch den Kunden, weiß, dass es ein tolles Unternehmen ist. Ja, es ist eine spannende Suche. Ich hoffe, wir werden bald fündig werden und dass es dann wirklich auch passt, weil es ist wichtig, dass nicht nur das Fachliche passt, sondern dass die Chemie passt, ja, zwischen dem Unternehmen und dem Kandidaten. Also dieses ganze, diese soften Faktoren, die zählen einfach wahnsinnig, dass das auch langfristig ein guter Match ist. Ja. Das klingt nach einer riesenguten, tollen Gelegenheit. Ja. Ich wünsche euch alles Gute, also allen Beteiligten jetzt, Daumen halten und ich danke dir herzlichst für das interessante Gespräch. Danke, ich bedanke mich auch, hat mir Spaß gemacht. Danke sehr. Ciao.